geht's wieder? Er hat gesagt, ich soll ihn in Ruhe lassen und dass ich nicht weiter solche Lügen über ihn erzählen soll. Man hackt bei ihm? Er hat dich... Und jetzt gibt er dir auch noch die Schuld dafür? Ich habe Nein gesagt. Und er hat das nicht respektiert. Du kannst nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Was ist los? Marlene, wegen meinem Ausbruch vorhin, ich mache mir einfach Sorgen um dich. Alexander hat Marlene eben angerufen. Und danach hat er uns beobachtet. Nein. Was? So, jetzt reicht's. Den Kerl schnapp ich mir. Thomas, das bringt doch nichts. Ich wäre die Erste, die dabei wäre, glaub mir. Aber wenn wir uns diesem Arschloch jetzt noch mal nähern, dann zeigt er uns an wegen Körperverletzung. Das soll er erst mal wagen. Wenn du ihn jetzt anrührst, dann schaffst du Tatsachen. Marlene, jetzt bleib doch! Hör endlich auf, sie zu bedrängen. Damit machst du alles nur noch schlimmer. Weil ich ihr Mut mache, sich zu wehren? Wir haben unsere Kinder nicht zu Opferlämmern erzogen. Marlene ist traumatisiert. Und du hilfst ihr kein bisschen, wenn du ständig in der Wunde herumstocherst. Begreif das doch endlich! Ist ja mal wieder typisch für dich. Immer alles schön unter den Teppich kehren. Hast du ja 18 Jahre lang so gemacht. Oh, es reicht, Thomas. Es geht hier nicht um dich, sondern um unsere Tochter. Also krieg endlich deine Emotionen in den Griff. Ha, im Gegensatz zu dir habe ich ja noch welche. Also manchmal denke ich, dir ist wirklich alles egal. Sag mal, habt ihr das jetzt bald? Jetzt reißt euch endlich mal zusammen, alle beide. Na, Hauptsache, sie zeigt den Kerl bald an. Ja, stattdessen hat sie alle Beweise verbrannt, damit der Typ sie endlich in Ruhe lässt. Ich würde gern mit dir reden. Nee, Hagen, ich glaube, das ist jetzt nicht so eine gute Idee. Es ist wichtig. Wie wär's, wenn wir jetzt einfach mal in Ruhe klären, was wir für Marlene tun können, okay? Ich werde dir als Erstes eine neue Handynummer besorgen, damit er sie nicht mehr auf dem Handy belästigen kann. Dana hat mir schon gesagt, dass du Bescheid weißt. Ja. Und es tut mir furchtbar leid. Glaubst du mir? Naja, es wäre nicht das erste Mal, dass ich lüge. Diese Schwangerschaft. Das ist was völlig anderes. Du warst verletzt und... Marlene, jetzt hör mir mal gut zu. Keiner, der dich auch nur ansatzweise kennt, würde denken, dass du dir sowas wie eine Vergewaltigung nur ausdenkst. Wir könnten ja eine Videogegensprechanlage installieren. Falls der Sack wieder vor unserer Tür rumlungert. Finde ich super. Aber wir müssen das alles mit Marlene besprechen. Die vom Beratungszentrum haben extra gesagt, dass wir nichts über ihren Kopf hinweg entscheiden dürfen. Damit sie das Gefühl hat, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Tristan muss wissen, was dieser Typ dir angetan hat. Er ist doch nicht nur dein Manager, er ist auch dein Freund. Ich möchte nicht, dass Tristan es erfährt. Wenn Tristan mir nicht glauben würde, das wäre das Allerschlimmste für mich. Tristan kennt dich, er... Ihr seid euch doch so nah. Natürlich wird er dir glauben. Ja, und wenn er mir glaubt, wie wird er mich ansehen? Er bedeutet dir viel. Hm? Deshalb war ich ja auch so verletzt. Weißt du, als er an dem Abend sagte, ich soll mich mal wieder einkriegen. Deshalb bin ich überhaupt mit Alexander mitgegangen. Ich wollte doch nur Tristan wehtun. Verdammt nochmal, ich bin so eine Idiotin.
lass dich mal. Show me the way. Slaves of the sea. Is there a swirl, an oyster pearl inside of me? Das ist ja wirklich unglaublich. Beim Bäcker verkaufen sie jetzt auch schon SIM-Karten. Und wieso brauchst du eine neue SIM-Karte? Naja, also eigentlich, die ist für dich, damit du eine neue Nummer hast. Aber natürlich nur, wenn du willst. Hey. Danke. Das klingt nach einer echt guten Idee. Ach, Marlene? Ich habe übrigens mit der Hausverwaltung gesprochen. Also, wir können eine Videosprechanlage installieren. Natürlich nur, wenn du einverstanden bist. Okay. Für mich nichts zu essen, danke. Ich muss gleich los. Tristan und ich wollen uns die Studioaufnahmen anhören. Was, jetzt gleich? Hm? Ja, boah, am liebsten wäre mir überschüttet mich mit Arbeit. Je mehr, desto besser. Also, ich würde gern mitkommen, mir deine Aufnahmen anhören. Also, natürlich nur, wenn... Natürlich nur, wenn ich will? Sag mal, Leute, wollt ihr mir nicht irgendwie eine Platte aufnehmen? Na gut, komm schon mit. Habt ihr das Pfefferspray dabei? Also, für alle Fälle. Wir fahren nur nach Königsbrunn. Ja, und wenn ihr nur um die Ecke geht, Brötchen holen. Papa hat das extra besorgt. Eure Mutter hat recht. Sicher ist sicher. Okay, wenn es euch glücklich macht. Mein Engel, es geht nicht darum, was uns glücklich macht. Wir wollen doch nur nicht, dass dir noch mal was passiert. Richtig gut. Danke. Sehr schön. Wann können wir den zweiten Teil aufnehmen? Wie wär's mit heute? Na, je eher, desto besser. Und morgen Abend will ich endlich wieder auftreten. Ist das dein Ernst? Natürlich, darüber haben wir doch geredet. Ja, es ist aber nie etwas passiert. Du wolltest schon vor 2 Wochen wieder auftreten und dann bist du zu keiner Probe gekommen. Ich schaff das auch so. Marlene, es wird doch reichen, wenn du in ein paar Tagen erst auftrittst. Morgen. Ich will endlich wieder auf der Bühne stehen. Und dieses Mal kann ich mich wirklich auf dich verlassen. Hundertprozentig. Also gut, dann gibt Marlene von Lahnstein morgen offiziell ihr Comeback. Entschuldigt mich, ich muss der Zweitbesetzung absagen. Ich werde wieder auf der Bühne stehen. Hau sie alle von den Stühlen! Haut, wenn du singst. Ja, Tristan hat auch gesagt, dass sie sich verändert hat. Er meinte, sie klingt irgendwie mysteriöser, weißt du, so, als würde ich den Zuhörer nicht mehr so ganz am Kern lassen. Ja. Hey, Arschloch! Was soll das? Willst du mich jetzt schon verprügeln, weil ich auf einer öffentlichen Straße gehe? Ich hatte gerade einen geschäftlichen Termin. Tu nicht so unschuldig. Du willst Marlene Angst machen. Marlene, sag deiner Schwester bitte die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du sie vergewaltigt hast! Warum erzählst du solche Lügen über mich? Wir hatten eine wunderschöne gemeinsame Nacht. Und du wolltest das genauso wie ich. Ist dir eigentlich nicht klar, was passiert, wenn diese Geschichte die Runde macht? Dann bin ich erledigt. Du machst meine Karriere und mein ganzes Leben kaputt. Mache dein Leben kaputt, du verdammter Lügner. Behaupte nie wieder, dass ich an allem schuld bin und dass ich das wollte, sonst mache ich dich nämlich fertig. Und dann wirst du dir wünschen, dass wir uns niemals begegnet wären. Das schwöre ich dir. Du hast dich gewehrt. Und das war wahnsinnig mutig von dir. Ich weiß nicht, ob ich das noch mal könnte. Hast du dich mal gefragt, was du machen würdest, wenn er Kim das angetan hätte?
Ich hätte ihn umgebracht. Ja. Und wenn du diesen Mistkerl das nächste Mal siehst, dann erinnerst du dich genau an dieses Gefühl. Kapitation, direkter Treffer in die Brust. Wo ist deine Deckung? Willst du dich beschweren, weil du ausnahmsweise mal der Bessere bist? Ich könnte genauso gut mit einem Baum fechten. Was ist los, Stress? Das Übliche, viel zu tun. Und bei dir? So zufrieden, wie du grinst, sind die Aufnahmen wohl gut geworden. Marlene klingt großartig. Heute Nachmittag sind wir wieder im Studio für den zweiten Teil. Dann geht es ihr wieder besser? Was immer es war, es ist vorbei. Naja, ich habe auch lang genug gewartet. Ja, Marlene ist eine Diva. Die haben so ihre Launen. Schön, dass es wieder besser läuft bei euch. Willst du jetzt eine Diskussionsgruppe gründen oder bist du jetzt zum Fechten? Ich will dir nur ein wenig Aufschub gewähren. Für deine nächste vernichtende Niederlage. Das werden wir ja sehen. En garde. Ich bin stolz auf dich. Am liebsten hätte ich den geschlagen. Und das ist noch viel zu wenig für den Kerl. Eigentlich hätte sie... Ihr Tempo, ihre Entscheidung. Das hast du versprochen. So, ihr Lieben, ich muss gleich los. Ich bin mit Tristan im Tonstudio verabredet. Och, du isst nicht mit? Weißt du, dass ich noch nie gesehen habe, wie in so einem Tonstudio aufgenommen wird? Weißt du eigentlich, wie offensichtlich es ist, dass du mich keinen Schritt mehr alleine machen lässt? Und wird es dir was ausmachen, wenn ich mitkomme? Ihr seid so lieb, alle. Danke. Aber wisst ihr, ich kann einfach besser arbeiten, wenn ich nicht die ganze Familie im Schlepptau habe. Tschüss. 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 I wish I could hold you once again. I wish you would just reach out your hand. But life has turned the light up in your eyes, and I don't know how to turn back time. I wish I could hear your voice again. One more time, hear you call out my name. Don't know how to live without going insane. Will I get through this pain? Marlene hat mir erzählt, warum sie an diesem Abend mit Alexander mitgegangen ist. Weil sie es nicht ausgehalten hat, uns beide so zusammen zu sehen. Das war jedenfalls nicht der Hauptgrund. Sie war verletzt, dass Tristan nicht auf ihrer Seite war. Erinnerst du dich? Er hat sowas gesagt wie, sie soll damit klarkommen, dass wir jetzt zusammen sind. Das wollte sie ihm heimzahlen. Deshalb ist sie mit Alexander mitgegangen. Weil sie wusste, dass Tristan in sie verliebt war. Diese ganzen Vorwürfe, die du dir gemacht hast, du hast dich ganz unnötig gequält.